Hallöchen, liebe Leute, was geht? Und willkommen zu einem neuen Stream hier bei mir auf GamerCouts und um es präziser zu sagen, zu meinem Stream, zu SNES Classic Mini. Mann, ich bin so froh sagen zu können, ich habe dieses Teil hier. Ich habe die SNES Classic Mini. Und da bin ich echt happy, dass ich die habe. Dazu vermutlich mit höherer Wahrscheinlichkeit im Laufe des Streams noch mehr dazu. Aber erst willkommen an alle. Und damit meine ich willkommen an Jakob 3, Letzten auf Anton, Leon Günther. Ja, that's it. Jakob 3 habt ihr auch die SNES auch gern habt, aber keine mehr bekommen. Ja, das ist ein bisschen mies. Das tut mir auch sehr leid. Ich hatte sehr Glück, dass ich meinen überhaupt bekommen habe, ne? Bis heute Mittag stand es doch nicht mal fest, ob ich überhaupt das, was ich jetzt hier machen kann. Aber zum Glück ist es doch zum Guten gekommen. Und ich hab meine jetzt, ne? Vielleicht kann ich kurz, bevor wir anfangen, nochmal so als Info. Die SNES Classic Mini ist erschienen heute am 29.09.2017. Ein Unboxing-Video existiert bereits auf meinem Kanal, was ihr euch gerne anschauen könnt. Es sind 21 Spiele vorinstalliert, eins davon, und das ist das 22. ist sogar ein Spiel, Star Fox 2, was davor noch nie veröffentlicht wurde. Die Konsole kostet rund 100 Euro. Diesmal sind zwei Controller dabei, die Kabellänge von denen ist viel länger und es ist einfach geil. Und die verlieren keine Zeit mehr, sondern fangen auch gleich an. Mein Vorschlag wäre, wir tun uns chronologisch von vorne nach hinten bewegen. Ich spiele jedes Spiel ein paar Minuten, um einigermaßen durchzukommen. Einen Teil machen wir heute, einen anderen Teil machen wir morgen und danach kommt dann heute auch noch Minecraft, hab's versprochen. Irgendwann der letzte Part heute Abend. Also heute wird das Ganze hier ein bisschen länger dauern. So, Discord kommen wir jetzt auch. Dann wird die ganze Sache richtig lustig. So, genug gesagt. Jetzt fangen wir an. Und ich suche Discord. Und fangen wir jetzt mal an mit dem Spiel hier, nämlich Contra 3 The Alien Wars. Achso, vielleicht noch eine Sache davor, weil mir die gerade einfällt. Das Menü ist relativ ähnlich aufgebaut wie das damalige von der NES Classic Mini. Das heißt auf gut Deutsch, hier kann man die Darstellung auswählen. Servus. So, wie? Ach, egal, ich höre die Sounds SNES auf dem Discord-Trail. Echt? Cool. Ja. So, also hier kann man, wie gesagt, so, wie spricht das? Kann man jetzt zwischen verschiedenen Rahmen auswählen. Also, erstmal kann man die Auflösung auswählen, sprich, eben ob man es in der Originalauflösung 4:3 oder den CTR-Filter haben möchte. Mit dem Filter tut man quasi einen Röhrenfernseher simulieren. Mei, wem es gefällt. Kann ich anwenden, ja. Und dann kann man, was nämlich noch neu ist, hier so Rahmen auswählen, ne? Und die Rahmen werden halt quasi angezeigt. Als Hintergrund quasi, ne? Da habe ich mich vor denen entschlossen. Es gibt noch ein paar mehr, aber ich fand den am coolsten. So, aber fangen wir mal an mit Contra 3. Habe ich noch nie gespielt. Bin mal gespannt, was mich jetzt erwartet. Ich wollte noch was sagen, bevor ja. Du überhaupt Minecraft spielst oder so, machst du heute Just Dance. Just Dance mache ich, allerdings nicht heute, aber ich mach's sehr demnächst. Wirklich, ich mache es ja. Sehr demnächst und Näheres dazu wird es die Tage geben. Aber es wird kommen, versprochen. So, was ist das? Also übrigens, die SNES, für alle, die es nicht wissen, war die zweite Konsole, die Nintendo, also Heimkonsole, die Nintendo hergestellt hat, nach der NES. Die NES ist in den 80er Jahren erschienen, SNES, glaube ich, in den 90ern, aber keine hundertprozentige Garantie, ne? So, Contra 3, The Alien Wars, wir sind One-Player. Die Controller sind übrigens tatsächlich in der Originalgröße. Hört man das eigentlich angenehm im Stream, oder
wenn ist irgendwas so laut oder so leise oder. Ich hab keine Ahnung. So. Hui. Hui. Okay, also das, wie gesagt, ich hatte mit dem Game noch nie Kontakt, also vollkommen blind. Es sieht. What the fuck? Nice. Das ist ja mal eine geile Aktion. Jetzt also, mach mal das Video auch nochmal gehen. Bisschen leiser, ich glaube, es sollte mich auch besser hören. Ja, wir wollen natürlich kontinuieren. Also weitermachen. Ah, fuck. Ah, scheiße. Aber ich glaube, es kapiert so sehr ist die Steuerung. Das ist ja auch immer was, ne? Weil die wird nämlich tendenziell nämlich nicht wirklich erklärt. So. Mann, ist ja. Übrigens wird's richtig lustig, wenn wir dann. Was ist denn das hier alles? Ja, mit der Mario Kart. Yay. Wenn wir dann Mario Kart 8. Nicht Mario Kart 8, das ist Mario Kart DS. Nee, das ist ganz wahr. Mario Kart für SNES spielen. So, so rum. So, Servus Enterbabo. Der Herrs-Datei schreibt. Komm auch mal machen, ne? Wie geht's, wie steht's? So, nächster Versuch. Spielst du auch Star Fox 2? Spielst du auch Star Fox 2 spielen? Geile. Gar nicht Deutsch? Aber ja, tendenziell kommt das schon irgendwann. Allerdings, das halte ich erst morgen im Stream. Weil das relativ weit. What the fuck? Relativ weit. Was ist denn das? Was hinten in der Liste ist. Mann, die können ja von überall hier, die bösen Flitzpiepen. So, Ende war aber schreibt, sorry, wie sorry, alles gut, alles gut. Anton noch da? Ein bisschen leise. Dem zu beurteilen, vermutlich nein. Lol. Jetzt haben wir nur angekommen, glaube ich, um zu sagen, wegen Sustenz, oder kann das sein? Kannst du denn zurückkommen? Ja, kann man sich da halten. Ich hoffe, ich habe das nicht verjagt. Wegen der Tatsache, dass wir Sustenance noch nicht heute streamen, sondern erst demnächst kommen wird. Mehr dazu, wie gesagt, die Tage. So, Sack, Boom, Bang geht. Wer, fuck. Mann, die Stelle. Scheiße. Die Stelle. Ah. Hui. Also, zu der Stelle denke ich gerade so, bäh. Nein, danke. Ja, also was zu dem Game, ich spiele ja jedes Game, man plant irgendwie bis Freck oder so. So was zu Contra 3, der Alien Wars. Weiter geht's mit einem von meinem Lieblingsspielen tatsächlich schon, nämlich Donkey Kong Country. Das ist ein historischer Moment und ihr könnt euch definitiv bei diesem Game auf ein Let's Play freuen, was früher oder später kommen wird. Ich meine, ist ja klar. Schaut erstmal das Intro an. Das Liebe ist so sehr. So, so sehr. Oh, oh, ah! Ja, so war das schon. Donkey Kong Country Returns. Schauen wir uns jetzt an, wie gesagt, wir werden es definitiv auch nochmal Let's Playen, weil das ist einfach ein geiles Spiel. Das gehört Let's Played. Anders kann man es nicht sagen. Und jetzt probiere ich es mich hier alleine auf die Weg, auf den Weg zu machen. Und dieses Retro etwas. Weil dabei habe ich noch nie ein Donkey Kong gespielt, Let's Play. Also privat, also offscreen gespielt schon x-mal.
Also, das ist für mich da kein Neuland, aber jetzt hier im Livestream schon. Aber das ist tatsächlich Neuland, weil ich habe doch nie Donkey Kong Country gespielt. Glaube ich. Wenn man bedenkt, dass damals wirklich eine komplett neue Reihe war von Nintendo. Also ich habe bis jetzt nur den Wii-Teil und den Wii-U-Teil natürlich gespielt. Und es gibt sich bei Ähnlichkeiten. Ja, auch mit Diddy Kong, der sich in einem Fass out Fass befindet. Ich glaube, das Fass kaputt zu machen. Wer, keine vorteilhafte Hilfe. Der mit bei Death. Fuck, ich muss aufpassen. Nein! Hui. Machst du morgen Minecraft? Wenn ja, bitte abends weg. Abends weg ist, muss doch von mir Mathe. Was? Machst du morgen Minecraft? Wenn ja, bitte abends weg, denn ich muss von mir Mathe Deutsch lernen. Abends. Ich mache heute Abend Minecraft. Also nach dem hier. Aber wenn du wollen würdest, vielleicht auch morgen. Weil noch nicht. So, ich hoffe, man versteht mir es eigentlich relativ gut im Stream. Ah! Was war das für Verlustenaktion nicht schon wieder? Nächster Versuch. So, jetzt hat. Hallo? Wie ist das erste Anführer? Der Lakaien Kings Ratai, ich sag dazu auch Hi. Wie geht's? Wie steht's? Oh nice, ich kann man. Das ist eine Sache, die mir neu ist. Interessant. Wird man dafür irgendwie ein Stück einsammeln oder. Wie ist das? Interessant. So. Weil ich habe die eine SNES Classic Mini ergattern können. Oder nicht. Oder habt ihr gesagt, das interessiert mich jetzt eh nicht so, weil war nicht meine Zeit oder sowas. Wollte mich mal interessieren. Was so eure Meinung zu dem sicken Richterding? Ich bin in einer Freundschaftsliste wie U, heiße SoulTM. Stimmt. Das kann sein. Ich spiele auch gleich Minecraft, der kann das Bett spielen, ne? Wenn du es wollen würdest, ne? Aber ich spiele quasi mein letztes Mal Minecraft View Dissen. Da kannst du Bett spielen, wenn du willst. Aber ich habe einige Leute in meiner Freundschaftsliste, also sind ja nicht böse, doch wundert sein. Mein also nicht. Was? Wie bitte? Mein PC hat sich gerade ausgeschaltet, weil du willst es. Okay, ja gut. Ah, das Nashorn, das kenne ich. Ah, das ist ein Abgrund. Kennst auch irgendwer. Ja, geil. Bin im Urlaub, kann also nicht mitzocken. Hä? Und morgen bist du nicht mehr in Urlaub, oder wie? Du musst Bio lernen, hä? Das macht keinen Sinn. Naja, muss nicht verstehen. Bananas, Bananas. Nee, Bananas, Bananas, oder wie auch immer du heißt. Servus. Und das war eine Horst-mäßige Aktion von mir. So, komm. Wie geht's? Wie steht's? Soll ich wieder der Chatleser sein? Wenn du willst, gerne. Kannst du gucken, ob ich noch drin bin? Ich lese den Chat vor, wie geschrieben ob ich noch drin bin? Also, ich habe, sagen wir so, ich habe keine Anfragen gelöscht, aber nachdem ich die. Nachdem ich noch ein bisschen hier SNES gezockt habe, kann ich das gerne nachschauen. Dann kannst du gerne im Spiel voraussetzlich. Wie viel Uhr hast du denn jetzt? 21 Uhr haben wir jetzt genau. Gut, voraussetzlich in. Was ist das? Halben, dreiviertel Stunde. Ich fahre heute nach Heim. Bin in Polen. Von Barbo. Lol. Also was eigentlich so um 22 Uhr. Ungefähr so rum werde ich dann Minecraft spielen. Ne? Bin Polen. Ja, cool.
Hast du das selbst fern oder wie? Oder einfach so aus Lust und Laune einfach mal nach Polen gefahren? Es ist langes Wochenende. Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag sind jetzt für uns frei. Ach, ihr habt Montag auch frei? Ja. Interessant. Hier in Bayern haben wir Montag eine Schule. Okay. Der da kein King fragt, wer redet die ganze Zeit? Der Kameramann von den Typen da hinten. Oder der, der jetzt zockt. Ah ja, ein Abonnent von mir tut die ganze Zeit mit reden über Discord. Du könntest auch, wenn du wollen würdest, auf Discord zeugen und mitreden hier im Stream. Würde mich freuen. Ich bin's ein Abonnent, aka der Kameramann. Befall bekommen vom Rektor, das ist schön. So, soweit zu Donkey Country, weil wir wollen uns noch ein paar bisschen mehr anschauen. Wie gesagt, dieses Game werde ich definitiv mal let's playen. Darauf konntest du uns freuen. Antbound lass es erstmal aus, weil das Hausboard so ein bisschen angesaut und. Ja. Sagen wir lieber aus einem anderen richtig, richtig geilen Spiel. Nämlich diesem hier, Called F-Zero. Intro Bobo schreibt: Schulfreie bekommen vom Rektor. Grand Prix Practice. Wir machen Practice. Select. Mode, select your car. Das sieht doch mal schön aus. Nehmen wir mal das hier. Kann man eigentlich jetzt Push-to-Talk deaktivieren oder muss man es aktiviert haben? Keine Ahnung. So, es gab die Zeitkamera, Mann. Ja, gut. So, ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache, aber kann ich davon, dass ich F-Zero spiele. Ne? Hilfe, wie? Ach Gott. Mann, ich bin für ungewohnt hier auf der SNES. Muss man B drücken, um Gas zu geben. Ne, das ist. Ey, das tut's einfach mal viel angenehmer steuern als. Mario Kart. Muss ich sagen. Wirklich viel angenehmer. Ey, das überrascht mich jetzt. Aber ich kapiere es auch, was die Leute so sagen, dass F-Zero dem Fast Racing Neo auf der Switch oder Fast Racing auf Wii U näher kommt. Das stimmt tatsächlich. Das ist zwar nicht so fast, aber erinnert mich so, schon ein bisschen daran, ne? Also Intro Babo, wie ist es so in Polen? Ist es schön da? Vor allem Wettertest, ich glaube es, naja. Okay, ich lese mal weiter vor. Okay, ja. Dankeschön. Okay. Ja, da kein King. Hi Kameramann, hi zurück. Bin um 7 Uhr morgens da und lerne dann um 20 Uhr bin ich fertig. OMG, diese Konsole, ich sterbe, XD, und hi. Ja, also Servus. Ja, die Konsole war so richtig, richtig cool. Und ich war mir so gefreut, dass ich die bekommen habe, weil die ist halt nochmal viel, viel geiler als die damalige N4. Nee, Mann. NES, weil, ja. Ich finde einfach geilere Games insgesamt, ne, ist auch klar. Gamer Couch, okay, das heißt glaube ich der Gamer Couch, aber. Wann kommt wieder Splatoon 1? Splatoon 1 haben wir von der Zeit abgeschlossen, weil jetzt haben wir Splatoon 2, allerdings werde ich das, werde ich wahrscheinlich für meinen 500 Abonnenten Special, werde ich definitiv nochmal eine Stunde oder länger Splatoon 1 spielen. Näheres wird dann bekannt gegeben, wenn es halt soweit ist. Aber ich kann es auch so gerne mal wieder spielen, eine Runde. Gute Besserung. Hab auch Schnupfen. Okay. Ja, danke. Dir auch eine gute Besserung. Ja, also ich habe irgendwie schon seit 2 Wochen Schnupfen, Husten, keine Ahnung. Naja, es ist halt einfach Winter, ne? Da kommt sowas. So. Letzte Runde hier. Wenn man bedenkt, dass vor wie vielen Jahren, ne, da war das halt der aktuellste und geilste Hit, den es gab, ne, ungefähr jetzt so wie Zelda Breath of the Wild oder Super Mario Odyssey, ne. Das ist schon krass irgendwie, wenn man es mal denkt. Die ganzen Leute, die mit den Konsolen aufgewachsen sind, wenn die jetzt ein Remake kaufen, das ist bestimmt cool für die. Auf vielen. So, ich muss noch kurz meine Einstellungen ändern, sorry. Okay. So, Oh. Warte, ich mach schon. Wetter ist okay. Wetter. Darf ich dich David nennen, Gamer Couch? Ja, natürlich. Kein Problem. Ihr dürft mich David nennen. Das ist kein Problem. Intro. Gute Besserung. Hab Lungenentzündung. Oh, das klingt nicht gut. Ja, eine gute Besserung zurück aus jeden Fall von mir.
Ja, man husten aber so krass und muss immer kotzen und hab Durchfall. Nein, okay. Ich bin sogar mit ne, mit dem NES aufgewachsen. Ja, es sind halt tatsächlich wirklich viele, die mit NES oder sogar SNES aufgewachsen sind. Ja, das ist ja gerade das. Ich meine, ich wollte fragen, kennt ihr Nintendo? Ja, natürlich kennt ihr Nintendo. Der ist ja auch aufgewachsen mit der SNES. Vor dem war es halt auch richtig, richtig cool. So, Final Fantasy 3. Oh, warte, ich muss den Stream entschalten. Werden wir uns jetzt kurz mal Tick mal mit. Mein Bruder, meine Schwester und ich sind einfach so Final Fantasy Suchtis. Mein Bruder hat Final Fantasy 15 innerhalb von 2 Stunden durchgezockt. Echt? Also ich hab noch nie, so gut wie nie, eine Fire Fantasy Reihe gespielt. Also nur. Ich auch nicht. Das Einzige, was ich gespielt habe, war 15 und hab ein bisschen zugeguckt. Okay. Der Lakaien King schreibt Hashtag Wii U. Ja. Obwohl ich erst 13 bin, war meine erste Konsole die NES. Hashtag Wii. Meine erste, also falls es irgendwen interessiert, ich glaube eher nicht. die erste Konsole, auf der ich je gezockt habe, also wirklich je, war die Nintendo N64. Also die N64. N64, okay. Das waren schöne Zeiten. Okay. Einfach Zelda auf der N64 zocken. Ja, krass, dass wir ja auch gewachsen sind. Meine erste Nintendo-Konsole war eine Wii. Ne? Von meinem Alter her verlegt normal. Ja, dann kam irgendwann der DS, 3DS, dann natürlich bei der Kinder 3DS, Pokémon XY, ah, das war so richtig nice. Aber wirklich aufgewachsen bin ich eigentlich mit Wii und dann kam Wii U. Das ganze Gedönse. Also weiter und so fort. Mann. Hominet 1976, hi, komme Discord. Intro Babo, krieg ich wieder Mod. An Enterbabo, du bekommst, ich muss hauen, ich muss die ganzen Mod-Gedönse mal durchgehen. Frag mich bitte nochmal die Tage. Wobei, ich glaube, Final Fantasy ist halt so ein storylastiges Game, was bist denn halt auf eine Story aufbaut, ne? Ich glaube, das jetzt zu schnell zu zeigen. Ja, aber ich glaube, weil. Also am besten fand ich das wirklich 15, aber es hat sich halt komplett von dem Final Fantasy-Prinzip abgewandt. Also es ist ja komplett anders irgendwie, was irgendwie schon ein bisschen komisch ist. Okay. Also ich habe meine erste eigene Konsole war der DS. Achso, das heißt die NES war quasi von deiner Family, also Mutter, Vater oder was auch immer. Oder wie? Na gut. Meine erste eigene Konsole war der DS, schreibt Squid Nomi. Ah, hab ich auch gerade vorgelesen, aber das sollst du mir erklären. Na gut. Mach ein LP zu FF3. Nein, ich glaube, also ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass er irgendwie zu Final Fantasy 3 einen Let's Play macht. Also ich bin persönlich nicht wieder Final Fantasy Game, aber ich wollte es jetzt einfach mal antesten, sage ich mal, weil so Rollenspiele und ich tue einfach mal ein Rollenspiel rein interpretieren, ist nicht ganz so manchmal, muss ich ehrlich sagen, also eher nicht. Also die Fire Emblem, muss ich auch ehrlich sagen, ich hab's gespielt, aber reizt mich einfach nicht so. So, jetzt für alle Fenster rein. Squid Nomi schreibt, ja, von der Oma, hab aber drauf gezockt. Ah, das andere wird keinen Sinn machen, ne? So. Was sind die eigentlich? Auf irgendeinem Felsen. Der Felsen ist geil gemacht. Ich hab kurz eine Frage. Hast du vielleicht Lust, bevor du Minecraft zockst, einfach mal eine Bowser-Game zu zocken, ein lustiges? Was machen? Kennst du sicherlich ein Bowser-Game zu zocken? Kennst du sicherlich von GLP und so Skribble.io? Also ja, ich hab ja, Gott, wie hieß denn das? Mit den Punkten. Punkten? Ja, dieses. Damn it, wie ist denn das? Jetzt kommt es auf den Namen. Also ich schließe es nicht aus, dass es Final Fantasy mal Spiel. Ne, vielleicht, wenn ich mich mit 3 beschäftige, gefällt mir es auch, aber ich glaube es eher mal nicht. Also vorerst nicht, ne? Ich meine, 2018 oder so kann es gerne kommen. Kann gut sein, aber dieses Jahr halt nicht mehr, weil kommt noch so viel. Intumbau beschreibt, schade, Doppelpunkt, Klammer, auf und agar.io. Richtig, ich meinte agar.io, ja, das meinte ich. Ich meine aber Scribble.io, ein neues Spiel.io. Okay. Du kennst auch Montagsmaler, oder? Ja. Also, der eine malt was, der andere muss noch raten. Ja, das kenn ich. Montagsmaler. Okay. Ja. Und jetzt
Skübler mich schreibt. Oh ja, Skübler, oh, du meinst Agario. Richtig, mein Agario. Danke. Aber ja, wenn ihr es wünscht, kannst du es gerne, also nicht mehr jetzt streamen, aber kann ich das mal machen, durch durchs, ne? Weil wir können die Zuschauer auch mitspielen, du musst den Link einfach nur in den Chat schicken, okay. Kriegen alle drauf, verstanden? Guck mal, gerne die Tage mal so machen, das Stream. Du musst so, ja. Also die Tage bin ich wahrscheinlich nicht online. Also ja, nächste kaum. Wochenende, keine Ahnung. Was? Okay, so sollte meine Push-to-Talk-Taste nicht vergewaltigen. Alles klar. Das soll es nicht. Dann sag mal, wo sind denn die anderen, die hier auf Discord kommen wollten? Leute, kommt doch Discord, dann könnt ihr besser mitreden. Und folgendes, wenn ihr, ihr könnt gerne mal irgendwelche Kommentarwünsche von Spielen, die ihr gerne wollt, ist die Spiele mal in die Kommentare schreiben. Ich sage jetzt bitte nicht mit Fire Emblem, Final Fantasy oder Xenoblade Chronicles. Denn auch. Xenoblade Chronicles 2 werde ich nicht spielen. Weil ich einfach kein Rollenspiel-Fan bin. Ja, ja. Mann! Geht weiter. Skidnomi schreibt, da kann man auch private Räume machen. Ja, Skidnomi, ich weiß, ich habe vorhin erst mit 9 anderen Freunden Skibble.io zusammen gespielt. Das war ein ziemlich chaotischer Runde. Du hast Freunde. Introbau schreibt, Hashtag. Nein. War mich klar. Introbau schreibt, Hashtag FF3, 1000 Ausrufezeichen. Alle Hashtag FF3. Ihr habt es schon gesagt, ihr wird kein Final Fantasy 3 zocken, weil er kein Final Fantasy Fan ist. Ja. Okay. Intro-Bobo war wieder Lungenentzündung. Ja. Und Hominent 1976 PC kackt ab. Teufel Smiley und weinendes Smiley. Das ist nicht gut. Nimm Mandy, würde ich Gott. Das ist wirklich nicht gut. Wir machen weiter mit Kirby. Du hast FF3 nicht mehr richtig gespielt, du bist nur rumgelaufen. Das weiß ich. Nein, also Final Fantasy, dann muss ich mich erst nochmal auseinandersetzen, aber jetzt hier. Yeah. Ah. Kirby mag es ganz gerne, das Franchise. Das heißt, Kirby hat auch Geburtstag, ne? Die ist da, vergisst man voll. Die guten alten Kirby-Zeiten. Ist so. Kirby ist ein Kirby. Also Kirby wird auch kommen, definitiv, als Let's Play, aber ich habe halt so viel ist das halt irgendwie, ne? So. Ja, hast du mal auf der N64 bei Games gezockt? Weil ich hatte irgendwie so ein Spiel, ich weiß nicht, wie es hieß, da bist du irgendwie, zwei Leute irgendwie sind mit irgendwelchen Figuren rumgeflogen, mussten irgendwas abschießen. Okay. Keine Ahnung, das heißt, wo du über Wolken und sowas geflogen bist, steht und sowas. Aber ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich liebe FF3, ist das Beste. Ich finde FF15 am besten. Das ist voll mit dem Spezialtag. Ja, ich liebe die Kirby Soundtrack Musik. So, ich liebe die wirklich. Oh, ein Bildschirm groß. Nummer 1. Ja, ich glaube, das neue Kirby wird auch episch, falls du von dem redest, von dem ich auch rede. Ich weiß nicht, welches du meinst, aber definitiv. Hallo, New Game. Edward, this is the first time playing. Von diesem Kirby, ja. Sag nochmal yes. Okay. Oh Gott, welcome to the Beginner's Hour. Ey, wollen die mich jetzt verarschen? Die tun so, als ob es ein totaler Noob wäre, der noch nie diesen Controller in der Hand hatte. Warum drückst du auch auf ja? Drück auf nein. Hättest du ja sofort loslegen können. Ich meine, das ist auf den alten Konsolen immer gleich irgendwie. Und Squidnome schreibt, ich meine, das für die Switch. Noch kleiner kann man den Bildschirm auch nicht haben, ne? Ah, jetzt. Diese Nachricht wird zur Überprüfung zurückgehalten. Was? Anzeigen. Hab ich ja auch gemacht. Achso. Ja, jetzt weiß man wieso. Das ist Spam in der Babo. Ne? Nee, aber natürlich, von der Switch, ich glaube, das wird richtig cool, dass man. Ich habe bis jetzt noch so viel gesehen, aber das man gesehen hat. Aber auf das Game, wo ich am meisten gehypt bin für die Switch demnächst, ist also das DLC natürlich für Breath of the Wild, weil ich ja, wie man an meinem Namen merkt, ein riesen Zelda-Fan bin. Und auf das neue Yoshi, das bald rauskommt. Echt? Also 2018, okay, ja, 2018. Ja, ja. So eine, also, das wird halt eine Pub-World. Genau, ja, ich glaube, das Pub World. Du hast ja mal Odyssey vergessen, ne? Das heißt, der Pilz ist böse.
Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, wenn wir beide Yoshi haben oder so, uns mal zu treffen, den zusammen zu zocken. Keine Ahnung. Ist alles möglich heutzutage. Ich kann ja mit einem ECE irgendwo. Ah, du machst quasi in Real Life vorbei, sondern wie? Ja, in Real Life. Das wäre echt mal lustig. Sommerferien oder Weihnachtsferien, was weißt du, war's mal lustig. Ja, ich habe genug Zeit. Wenn ich schon alleine irgendwie in die Schweiz war mit ECE, schaffe ich das auch. Ja gut, das sollst du mir jetzt nachgehen. Naja, Super Mario One. Oh, wow. Coole Werbung. Auf der Switch. Für Splatoon 2 gibt es eine neue Waffe. Ja, super. So. Kirby ist schon geil. Ich werde es auch definitiv let's playen, aber ich muss erst für die Welt fertig machen. Bis ich das fertig habe, dauert es und dann kommt Super Mario Odyssey und. Nee. Weiß der Geier was. Kennst du irgendwelche coolen Spiele für die Switch, die irgendwie 10 Euro kosten, weil ich hätte noch 10 Euro Guthaben? 10 Euro für zwei. Ich glaube, ich spare selber für. Ja, Snipper Clips für das. Ah, die kosten, glaube ich, auch mehr, ne? Der Snipper Clips kostet 20. Oder Sonic Bear. Sonic Bear kostet auch oder 20, ne? Hast du vielleicht. Was würdest du eher machen? Lego Worlds oder Minecraft Let's Play auf der Switch? Naja, ich angesichts dessen, dass ich Minecraft noch das 4. Let's Playen werde. Minecraft. Ja, und ich glaube, ich hole mir aber auch bei Minecraft. Und auch sonst okay, Minecraft. Welche? Ja, weil Minecraft cool ist, damit von View of the Switch übergehen das Intro, ne? Intro Bobo schreibt, sorry, mein Bruder. Squid Nomi. Oh ja, das Zelda DLC wird geil. Ja, das wird definitiv geil. Komplett neue Story. Ein Leben, sage ich erstmal, nach Gordon. Darauf freue ich mich so sehr. Weil das Ende war ein bisschen kacke, meiner Meinung nach, von Breath of the Wild. Was war einfach so abgekackt. Waren zwar coole Endszenen, aber trotzdem. Okay, Homeland 1976 fragt, welcher Discord, weil seid nicht da. Doch, wir sind da, bloß ich glaube, du brauchst einen Rang, meistens um in die Shell zu kommen. Also stimmt. Schreib einfach mal am besten irgendwas in einen Chat. Also in einen. Nee, warte mal, warte. Homeland, du hast jetzt einen Rang. Bitte mach keine Scheiße, jetzt bitte im Rang, den ich dir gegeben habe, aber sonst kannst du nicht mit uns reden. Ich hatte nur irgendeinen Bug, den ich mit Gottes Willen nicht beheben kann, gerade. So, bin gleich wieder da, Leute. Mach's kurz aufs Klo. Hi. Bis gleich. Hallo, Alter. Ey, what the fuck? Sorry gerade für die Aussprache. Aber ich habe einfach irgendwas reingeschrieben und plötzlich wurden. Also, ich bin kurz in der Pause, bis gleich.
1-0. Gleich mal. Ich glaube, die waren Mist. So, Leute, willkommen zurück und das ist mal ein Tipp zum Anfang. Ruft bloß nicht die Nummer 110 an. Sonst seid ihr gearscht. Ja, mindestens ja, tut mal bei Siri. Tu mal bei Siri die Zahl 120 diktieren. Oder einfach mal Hilfe rufen. Also einfach Hilfe. Achso, und damit könntest du mich Admin machen, weil ich habe ja zwei Kanäle, die gleich heißen. Ich schreibe hier mal K.O. hin. Hast du mich mit beiden abonniert? Warte mal kurz. Ich komm, warte. Alle, die ihn nicht abonniert haben, kriegen auf dem Arsch, wenn die jetzt nicht sofort abonnieren. Danke. Und natürlich ein Like da lassen. Ich hab gerade vergessen, ich hab aber keinen Arsch. Wir sind zwar nicht, ich würde gerade sagen, geldgeil. Alle haben Werbes gerade bekommen. Sehr schön. Like geil, aber trotzdem los. Und jetzt habe ich dich abonniert und Glocke aktiviert. Ich wollte gerade sagen, Glocke abonniert. Glocke aktiviert. Glocke abonniert. Glocke ja, abonniert, genau. Könntest du mich auch Glocke machen? Weil ich bin ja, ich habe ja zwei Kanäle. Alter, schrei da nicht, du bist bei mir mega laut. Weil schrei ich echt? Okay. Sekotanzi! Nein! Sorry, ich habe mein Mikro in der Fresse gehabt. Jetzt schreit Couchy. Halt dein Bull. Du verpisst es! Oh, fuck, ich hab grad eine Aufnahme gemacht! Scheiße! Ich bin ein dummes Kind. Scheiße, falsche Taste, hab grad aus Versehen Livestream. Nein! Fuck, hab einen Livestream! Mach grad einen Livestream! Nein! Hummel! 1970, gleich mal anrufen! Doro anrufen! Nachricht zurückgezogen! Kann ich hallo! David 19 hat fast die erste. David 15 hat fast das erste. Das erste Level zu schaffen? Damit na, ich werde es nicht schaffen. Das fuckt jetzt ab im Moment gerade. Wie kann man, wie kann ich den besiegen? Du musst die Bomben einsammeln und zurückspucken. Ach du Scheiße. Ach Scheiße. So, jetzt ist der Livestream nicht mehr. Was denn aus Versehen den Livestream die ganze gehabt? Ja, jetzt hat. Der ist weg. Kauzi, hast du gehört, was ich gesagt habe? Was hast du gesagt? Der möchte sich Kauzi. Ich hab gesagt, sag mal kurz leise bitte. Ich hab noch nie Kirby gezockt. Hab diesen Boss noch nie gesehen. Du hast Kirby sich schon öfters gezockt und ich weiß aber die Lösung von diesem Kacken-Level und du nicht. Alter, lass die Tastatur oder was auch immer du gerade auf den Boden geschlagen hast. Controller. So kurz vor dem Ziel. Wer kommt die Gottlieb jetzt über Discord rein, war nur so ein Zweiter. So, nein, ich spiel's ein anderes Game. Alle, die auf dem PC sind, drückt mal Alt und F4. Ja, das ist ein Fly-Hack. So, Mega Man X, hauen wir uns noch an. Und ich glaube, da haben wir uns genug Wort angeschaut oder so. I don't care, I don't know, I don't like. Kannst du ganz kurz wenigstens Just Dance mal reinlunzen? Just Dance, mein Lieber, kommt demnächst. Reinlunzen. David, wenn du... Kommt immer 500 Abonnenten-Special. David, wenn du ihm... Nein. Das wird bald kommen. Hoffentlich. Also es liegt jetzt an euch, ne? David, könntest du mir einen Gefallen tun? Ja. David, du hast gesagt... Weißt du, wie das du den tust? Ja, es kommt. Und zwar du hast du mir, dass du den Gefallen tust? Welchen Gefallen? Ja, versprichst du es mir? Was? Kommt drauf an, was der Gefallen ist. Nichts Schlimmes. Kommt drauf an, was es ist. Ach. Okay, könntest du mir auf YouTube bei meinem zweiten Kanal auch Admin geben? Dabei, ne? Muss, meinte ich. Kann ich nach dem Stream machen. Was ist denn das hier mit dem... Egal, dann guck ich halt über mein Handy und sperre Leute, die Scheiße schreiben. Warte mal, bisschen du. Ich bin wieder im Chat. Hab was geschrieben. Ich schreib nochmal mal ganz kurz. Hi. Ui. Ach, richtig, ich hab OL geschrieben. OL. Sag ja, ich das. Schreib nochmal was und du bist happy. OLI.
Oh fuck, ich hätte auch erstmal den Text draufklicken sollen. Oh, übrigens, ich hab einen PC seit 2 Stunden. Du hast einen PC seit 2 Stunden. Ist ja geil! Scheiße, ich Idiot. Seit. Nein, da muss ich nicht. Nein, stopp. Nee. Ach, du Scheiße. Ich muss da rüberspringen, Mann, bist du kacke. Hä, eine Frage, wie kann man hier eigentlich die. Hä? Ich kann nur entfernen mit meinem Dings. Oder muss ah, ich hoch, geh ah. weg. Jetzt hat. Im Kanal melden, entfernen und so okay, Kanal entfernen. Melden, was? Mega Mann, bitte keine Caps. Ah, okay. Das war ins Auge. Hä, wo schreiben die gerade weiter was? Die schreiben, ja. Bei mir hängt gerade Google. Google, bei dir hängt Google. Da ruft gleich Marcel Davis vom Kundendienst an. Ja. Der kann dir helfen. Oh, kennt ihr? Ey, eine Folge habt ihr Kopfhörer mit Bass? Ja. Ja. Gib mal Go. Warte. Ihr müsst euch mal das YouTube-Video Go and Fu. Nein, das ist Fremdwerbung. Hallo, das ist Fremdwerbung. Halt die Klappe. Nein, nur mal nachher angucken. Also, es ist ein Ärgernis. Kannst du es auch nachvollziehen? Was ist denn das hier für eine Scheiße? Ey, hast du es dir noch nicht angehört oder was? Klick auf die 8. Lol. Wie bei mir einfach bei der ganzen Stream hängt. Man hat die Taste nicht reagiert. Das hat Bonus. Das wird der gefallen. Geil. Also, geile Konsole, aber manchmal ist die Anspielung halt ein bisschen nervig. So, soweit, so gut. Mit Star Fox geht's dann das nächste Mal weiter. Und ich glaube, Secret of. Kennt ihr Secret of Mana? Ich glaube, auch das ist doch ein, bisschen. Wie sagt man? Hörst du es auch mit dem Stream? In Richtung von Rollenspiel gehend, ne? Glaube es. Hörst du es jetzt auch mit dem Stream? Ich hab nicht gesagt, dass ich mit dem Stream aufhöre. Ich hab gesagt, dass ich mit der SNES Classic Mini für heute aufhöre. Leute, wenn ihr heute bis... den Rest machen werde. Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Und dann kann ich was sagen und bleib noch ganz zu lange drin, falls du kurz eine Pause machen wolltest. Ich mache so, Leute, wer von euch möchte jetzt. Ich wollte jetzt einen Anschlussklass Minecraft für Judith nochmal spielen zum Abschluss. Hast du Minecraft Windows 10 Edition? Ja. Wer von euch will Minecraft View Edition jetzt noch spielen und hat eine View von euch, die zusauen und da sind WD. Ich möchte WD10 machen. Windows 10 Edition. Ich habe noch nie Windows 10 Edition gespielt. Ne? Das ist das Einzige, was ich im Moment habe. Mir fehlen leider noch 3 Euro. Ich habe den restliches Geld für mein. Wo kann man Windows 10 Minecraft spielen? Hast du normales Minecraft? Die normale Version? Wenn du auf Mojang gehst, deine Daten und so eingibst, halt dein Passwort von dem, dein Gmail-Konto und so, halt alles von dem Minecraft, dann kannst du LinkedIn, kannst du kopieren und kannst dir dann umsonst statt für 97 Cent Minecraft runterladen. Welches Minecraft? Das normale. Schick, wie bist du? Wie? Schick mal bitte Windows 10. Danke. Wie schicken? Was du meinst? Du gehst bei dir auf Mojang, meldest dich da an. Ich will jetzt nicht raus, ich bin dabei, ja. Den Stream zu gucken. Reißt aber die Windows 10 Edition nach, bekommt man die normale kostenlos oder andersrum? Wenn man die normale hat, bekommt man kostenlos die Windows 10 Edition, weil die kostet uns die 97 Cent auf Steam. Und die bekommt man, aber die bekommt man dann umsonst, wenn man nämlich seine Daten eingibt. Dann gibt es unten einen Code, den kopierst du in Mojang rein, gehst auf Kaufen und dann bekommst du umsonst. Also, er steht denn da, 97 Cent wurden abgebucht, also irgendwie sowas. 2 Minuten später steht da, ihr Geld wurde zurückgebucht. Also, du hast sozusagen kein Geld, auch wenn du kein Geld drauf hast, hast automatisch wieder zurückgebucht bekommen, bevor es abgebucht worden ist. Okay. Und dann hast du das Spiel. Okay. Ich schicke dir nachher lieber was anderes. Nochmal zurück zur Frage: Wir werden wahrscheinlich das Minecraft Video Edition spielen. Wobei, ich bin davor, die Eine Secret Frage. Of Mana jetzt nochmal kurz anzuhören, weil mich interessiert, was das einfach von Game ist. Könnten wir vielleicht, wenn kaum Leute oder gar keiner View zockt, vielleicht Scribble oder sowas zocken? Scribble hätte ich jetzt auch Bock gerade. Ja, auf was? Das mache ich für Fun. Scribble.io, wo Leute, alle, die jetzt noch zugucken, wenn wir 10 Leute haben, macht vielleicht da 10 Likes, macht vielleicht David einen 12. Das können wir 8 mitspielen. Ja, weil ich mit 10 Likes auch 12 Stunden Stream mache. Deshalb kein Relive oder so, ne? Komm, mach jetzt bitte 12 Stunden Stream heute. Du musst halt auch 12 Stunden Stream machen, ne?
Das sind Sachen, die ich bei besonderen Angelegenheiten machen. Ich hab echt PC und... Ja. Ja. Du hast fast die 17... Du hast fast die 480 Abonnenten. Das musst du jetzt machen. Oh, du hast die schon. Nein, er hat 477 Abonnenten. So. Wir machen, sobald du die 481 Abonnent hast, dann machst du das. Was Pakistan. So, Helena, eigentlich gar nicht wahr. Elmer. Ist Helena. Mann, was steht denn jetzt auch? So, servus, Elmer. So. Entschuldigung, das ist meine Wiebe. Das heißt, ja. Was hey, denke ich mit dem Just Dance Stream? Keine Ahnung. Hat David vorhin schon gesagt, der wird demnächst kommen. Mir fällt gerade was ein, ich habe die Wii U noch nicht an. Oh. Das heißt. Hey, wo startet die nicht? Was ist los? So, ich glaube, man muss da mal angeben, ne? Na, schreibt cool. Ach, Kanal. Ja, dann lass doch ein Abo da. Das unterstützt den Daumen. Wieso nur ein Abo da lassen? Direkt die Glocke mit aktivieren und Like. Glocke abonnieren, Like da lassen. Wir drücken jetzt den Buchstabe weg. Und womöglich noch behindert sein. Was? Nein. Wer ist behindert? Also, David, du weißt ja noch den Stream mit 1000 Namen für mich einfallen lassen hat, ne? Ah ja. Oh lol, mein View ist sehr laut. Aber egal, das versteht mir jetzt nicht, weil das vergessen, den die geschrieben hat. Egal, okay. Gib den live. David, wie du spielst hier eigentlich? Was du streamst, spielst Splatoon 2, 17, YouTube Gaming. Kategorie Gaming. Steht das Splatoon 2? Spielt, also hier bei Multi-Streaming. Ja, das kann sein, dass es das irgendwie falsch eingestellt wurde. Let's show SNES Classic Mini on Air Deutsch HD. Was? Ich hätte den Titel. Also, das ist halt alles so ätzend. Oh! Was ist das? Nein! Also, das war mein so Handy, mein Freund hat mich gerade angerufen. Große Minigames-Kacke. Mister. Wieso ruft mich mein bekloppter Freund David? Kurze aktive Zuschauerfrage. Wie heißt das Maskottchen von deinem Kanal? Wenn das irgendjemand weiß. Nein, sag mal nix. Wenn das jetzt wirklich irgendeiner weiß, dann willst du geil. Pedobär! Elena schreibt cool. Elena schreibt Tabelicht. Info, Babo schreibt David. 19. David mag kein Essen. 19. Wieso kann ich sie mal 19, Gottverdammt? 15 habe ich gesagt. Du hast du 19 gesagt. So. Du hast immer wieder 19 gesagt. Echt? Du sagst immer 19. Nein. Hast du immer wieder hast gesagt, du kannst dich jetzt uns leugnen. 481 Abonnenten, das so. Spielst du. Ey, ich bin gerade schon auf der View online. Spielst du? Ich spiele gerade noch hier, wie ich nicht heiße. Irgendwas mit Mania. Weiß ich nicht. Irgendwas wie lange sagst grad. Du noch? Meine 10 Minuten oder so, dann gehe ich über in Minecraft View Edition. Aber wieso zockst du denn nicht eigentlich mal Minecraft Windows 10 Edition, wenn du schon hast? Da. Hä? David, 2 Jahre alt, hat sich seine Windel gemacht. Intro, Babo. Nein! Seine Windel das gemacht. Das ist aber tatsächlich lustig. Voll. Das ist wirklich... Nee. Nein. Das ich ist bin nicht eingeschissen. Sieht endlich wie 2 aus. Sorry, dass ich sie korrigieren musste. Ey, wie sie überhaupt alles ist 2 wenn? Voll die Schissen. Fehlten voll. Das muss in die Nutella-Fabrik. Nein, ich hab dich noch nicht in den Fall gemacht. Oh, Verwechslung. Stopp. Behindert. Wisst ihr das? In der Tat. So, was ist jetzt eigentlich? Hallo. Nein. Okay, wir machen es jetzt so. Wer den Maskottchen-Namen errät von Gamer Couch, kriegt für 5 Minuten Mod. Ha. Pedobär. Okay, machen wir dann? Nein, ist es nicht der Pedobär, leider. leider. Alfred, Ameisenbär. Also, wenn du damit dich selber meinst, ja. Ja, weil ich auch weil ich auch nach Hause bin. Kann Pedobär wieder auch zu dir passen? Es geht um Scheiße! Ich hab schon falsch kopiert, sorry! Halt die Klappe! Nein! Halt die Klappe!
Halt das in den Mund. Okay, hello. Komm, was? Errate das ein Skettchen. Es geht immer nur um meinen Mund ran. Was? Ich wollte gerade was kopieren von dem anderen und hab aus Versehen den ganzen Live-Chat gekopiert. Mach ich nochmal. Ey, wie es einfach so aussieht, ne? Leute! Ich habe jetzt den ganzen Live-Chat kopiert, ne? Ich sag dir mal, wie viele Buchstaben das sind. 3769. Das sind 3716, ne? Lol. Kommentarlos. So, und jetzt. Und ey, guck mal, und der letzte Buchstabe ist ein O. Haut an, um jetzt zu lesen. Ey, nein, Kinders, nein, ich bin wieder 1, noch 2, noch 3, noch 4, noch 5, noch 6, noch 7, noch 8, noch 9, na, das ist zu blöd. Oh, au. So. Was machst du hier? Ich penne die ganze Zeit nur im Wasser. Ach, da ist lang. Sag's doch gleich, dass es da lang geht. Halt, da geht's. Und der Waffel. Scheiße. Das ist nichts Neues. Was? Irgendwie ändert die ganze alles bis in so ein Pokémon. Sag mal. Könntest du mal aufhören, irgendwelche Buchstaben wahllos in den Chat rein zu posten? Das war nicht ich! David! Das war ein dummer Onkel, der neben mir sitzt. Wird jetzt gerade im Chat gebrüllt? Nein, nicht Chat, sondern im Spiel? Ich, David, 0 Jahre alt, weiß nicht, wie alt er ist. Wow, dafür bitte einen Applaus, das kann ich nicht machen, da ich Push-to-Talk aktiviert habe. Einen Applaus, bitte. Wir applausen nicht. Hey, wie Push-to-Talk? Hey, wir haben doch alle kein Push-to-Talk. Wir applausen nicht. Ja. Wir applausen nicht. Das ist stolz. Applaus. Nein, nicht kopieren. Nicht kopieren. Kopieren. Scheiße. Sag mal, nee, es macht man. Ey, Kind. Ich hab grad deinen Kanal von meinem YouTube gelöscht. Jetzt muss ich ihn wieder neu raussuchen. Scheiße. Oh, ich hab einen Stromschlag an meinen Sohn bekommen. Aua. Hab ihn gefunden. So, David, ja, was ist denn? So, was wollen die von mir? Keine Ahnung. Das Bild ist komisch. Ja, ich weiß, dass mein Name kommt. Du, von dir will doch keiner was. Da steht David, fragt sich, Fragezeichen, Fragezeichen. Du hast dich was gefragt. Da hat niemand David gesagt, du. Ja. David. David? Ja. Fragezeichen. David, the village is this way. I have to find something to cut through. Sehr interessant. Guck mal, das ist Master-Schwert. Leute, ich habe eine Frage. Könnt ich aufnehmen, wo man euch drin hört? Ist mir egal, wie wir aushören. Ja, nein, doch. Ja, nein, vielleicht. Vielleicht. Danke, nur dann kann ich dann den Stream nicht sehen, weil ich sonst können 1000 Leute meine privaten Sachen sehen. Ich habe immer einen Kanal. Wie heißt der? Mach Fensteraufnahme. Beim Weg zum Fenster aus, da können die es nicht sehen. Ach so, ich dachte gerade, ich sollte mein Real-Life-Fenster aufmachen. Was? Ich wollte gerade mein Real-Life-Fenster aufmachen. Ich dachte, du wolltest mich rufen oder so. Keine Ahnung. Was? Weißt du, ich wollte ja, weil der Porta näher sind. Ich sage nicht von dem Game. Nicht hier, ne? Ah, halt, wir hatten einen Kirby-Stream-Kurs vergessen. Das machen wir jetzt noch kurz. Was Skywars? Ich zog auf Microfiletz in die Woche. Das hatten wir vergessen gehabt. Ich hab Pimi in den Augen, Hilfe! Was hast du, Pillen in den Augen? Pipi! Nicht wieder bitte kein Nachhaltigkeit bekommen. Kein Nachhaltigkeit bekommen. Was ist denn das, ey? Kein Apple, der hat dich schon anfangen können. Ich wollte gerade husten, hab was gekotzt. Ach fuck, ich wollte hier aufnehmen. David. Mann, ich bin Huhn! Ich bin Huhn! Man hat einmal die Klappe. David, ein Kumpel von mir zockt das halt ziemlich viel COD. Und der ist letztens richtig geraged. Kann ich dir eine Datei schicken? Wo du so hörst, wie er so richtig raged. Okay. Ja, wie? Ich bin zu blöd dafür. So. So, ich nehme jetzt mal ganz kurz auf. Scheiße. Tut mir leid. Aber ich hab's gemacht. Aufnahme. Ist es das? Oh, es ist das. Und ich würde sagen: 3, 2, 1 und 3. Also, bitte. 9000.
Mal umzurüpfen. Das sind spätestens nicht 9000 Jahre plus. Und des Weiteren ist das Flirt-Zitronen-Limo. Hashtag No-Product-Placement. Aber ey, übrigens, ich wollte gerade aufnehmen. Kannst du bitte mal ganz kurz nur für 10 Sekunden leise sein? Okay. Danke. Was soll ich sagen? Abonniert Game Accounts! Sorry. Ich hab vergessen, auf welche Taste ich mein Dings gelegt hab. Nein, so mach ich mein Mikro aus. Ach, egal. Wo bist du? Guten Tag, Leute. Willkommen zu meinem bekloppten Scheiß-Video. Abonniert Game Accounts. Abonniert ihn und deabonniert ihn bitte. Nein, Spaß. Abonniert ihn. Er ist ein cooler Typ und lol, das sah aus wie ein. Sag ich nicht. Und ja, wer ihn nicht abonniert hat und what the fuck? Ich bin runtergefallen. Kann ich nächstes Video anfangen? Nein. Fuck, jetzt lasse ich meine. Mein ganzer PC jetzt hier aufgehackt, oder? Ach du Scheiße. Nee, doch nicht. Ich muss auf Klo. Ah, okay, mein Minecraft hat sich nur aufgehangen und mein Boden. Ach, Leute. Mal was. Okay, mach jetzt ein neues Video. Ah! Alter, ich bin gerade erschrocken. What the? Was denn? Nix. David, hast du GTA? From GDA... Natürlich, ich habe GDA. Wer hat das nicht? Hast du Lust nach jetzt zu zocken? Kurz, bitte. So. Eine Runde Schlitzer. Leute, ich beginne jetzt die Aufnahme. So. Hallo Leute, willkommen zu meinem ersten Let's Play. Abonnieren. Genau. Gamer Coach ist mit abonniert und ich bin gerade mitten im Livestream. Vielleicht ist der Livestream dann noch on, wenn ich das Video gleich hochlade. Nein. Und aua. Und wer die Videos von Gamer Coach hasst, Dankeschön, ich ebenfalls. Moment mal, Einspruch. Egal. Okay, mein Lache war gerade auch nicht die beste, aber. Die war sehr scheiße wie immer. Guck dir mal, ich jetzt einfach auf einen rausgehauen. Das musst du dich jetzt da selber essen. Guck dir mal den letzten Stream. Das schneide ich erstmal raus. Da hört ihr wieder. Was, das tat ich nicht raus? Keine Kritik raus, nein. Nur als. Hallo Leute! Du hast ein Kritikland. Sorry. Ich wollte normal anfangen. Okay. 3, 2, Scheiße. Nein! Ich kann bitte, Homie, jetzt soll ich dich jetzt. Nein! Nein! Was ist? Nein! Leute, ich hab das gerade so an. Ich hab das gerade so an. Hallo! Hallo! Wisst ihr, wie krank ich kann ja gut verstehen. Nein! Ja, was ist das für eine Scheiße hier eigentlich? Hat sie mal jemals Kirby Dreamland gespielt und kann mir irgendwer die Scheiße erklären? Leute, ich bin gerade aus der Welt gegangen und bin jetzt tot. Ich muss die Typen killen. Oh lol! Oh lol, mein Kopf dreht sich einfach nur, aber mein Skin buggt fest. Mein Kopf dreht sich aber in alle Richtungen. Moment mal. Sag mal, war ein bisschen verarschen hier? Kannst du von den verarschen? So, Leute, also gleich kannst du Dings und würde ich sagen. Also, hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir, euer Prominent. Wir sind gerade auf einem Stream mit ein paar Bekloppten. Ich bin nicht bekloppt, PS. Ich kann's besser. Okay, das heißt, ich bekomme schon mal. Egal. Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video von mir. Euer Mchocho. Hominid. Mchocho. Ich bin Achtil. Ich bin krass. What the hell? Ich hab grad einfach schon 38 Aufnahmen, die ich alle verkackt hab. LOL! Ich komm die ganze Zeit auf die Taste und dadurch werden meine Videos angehalten und neu angefangen. LOL. Egal, Leute. Ja, wir spielen wieder in 700. Aber wie funktioniert das Game jetzt? Übrigens, wie viel PS hast du das erste Mal aufgenommen? Was? Wie viel PS hast du das erste Mal aufgenommen? Mit wie viel was? P. Was P? Achso, 720. Ne, 1080, du war Full HD damals. Mit meinem alten Capture Card. Ich meinte auf dem PC. Tendenziell. Ja, ja, Full HD, 1080p. Okay, ich kann auch. Mit 60 FPS. Oder nee, noch nicht. Damals 27. Egal, Leute, hallo, willkommen zu meinem. Ich muss die Welt nochmal neu an. Ich will sagen, das ist der nächste Tag. Stopp mal! Ja? Halt, stopp. Wer
im Set steht Gamma Couch und darunter steht Schwules Heiße. Wo? Das bin nicht ich, der das geschrieben hat. Ich gehe mal auf. Hat sich das einfach jemand Gamma Couch genannt und hat Schwules Heiße geschrieben? Ich gehe mal ganz kurz auf dem Kanal, aber ich will mal kurz nachgucken. Wen hat der abonniert? Gar keinen. Den melde ich einmal privat. Und geh weg. Dann melde ich ihn jetzt nur einmal. Melden. Und jetzt ist das gelöscht. Scheiße, da gehe ich nochmal auf meinem Handy und melde das auch. Passt schon. Nein, mir geht sowas wie ich auf den Sack. Ich habe die mal gesperrt, ne, Couchy? Ja, danke, ich kann ihn leider nicht nochmal melden. So, naja, weil da halt da ignorieren. Und so regt mich auf. Also geht's weiter. So, ich hab keinen Plan, wie diese Scheiße jetzt geht, ey. So, du musst einfach hat einer von euch keine Zeit. Two oder Paladins? Sei mal bitte leise, wenn du hier irgendwie nicht mitspielst, zuguckst oder kommentierst. Übrigens, wenn du was anderes zockst. Neulich hab ich für deinen Freund ein Märchen erfunden. Es nennt sich Aladdin und die Wunderslampe. Warst du das? Oder stand das hier gerade? Nein, das hab ich gesagt. Also ist es jetzt auch nicht irgendwie so, dass man vielleicht Ärger bekommen kann? Vom Rande her, ne? So. Aber noch mal ist eine Frage. Wie hast du es nochmal gemacht, dass man da die Punkte sieht beim Spiel? Die Wunderslampe. Ja, so. Egal. Also ich denke, ich brauche nicht zu erwähnen, um was es im Märchen geht, ne? So, welche Punkte meinst du? Doch, erzähl die Geschichte im kleinsten Detail. Nein, das will ich gar nicht. So, ich gehe jetzt gleich weiter mit dem Minecraft Beauty zum allerletzten Mal. Erzähl. Anton, ich mute dich. Also, gleich kommt zum allerletzten Mal Minecraft View Edition. Ich hoffe, ihr seid dabei, ja, weil ich dann auf die Switch geht. Okay. Ja, es wird ab jetzt Minecraft Switch Edition gespielt, weil das ist egal, weil jetzt kann man halt die Welten übertragen, ne? Und deshalb kann man auch eigentlich, kann man auch eigentlich Switch auf, also View auf Switch spielen oder andersrum? Nein, Switch. Also, es wird Crossplay für Minecraft geben, das ja. Aber das dauert ein bisschen. Okay, und ich, was wollte ich jetzt gerade eingeben? Discord. Ich hab die ganze Zeit. Was wolltest du eingeben? Ich wollte Discord, weil nämlich wegen, was du ja gemacht hast. Also mit den Punkten, wo man sehen kann, wer gerade am Sprechen ist. Und ich habe keine Ahnung, wo es das nochmal gibt. Ich kann dich bitte mal einen Link raussuchen und zeigen. Oder sag mal kurz, wie das heißt. Einfach, ich kann es jetzt irgendwie. Ja, suche halt einfach nach Discord Stream Layout oder sowas. Keine Ahnung. Bitte morgen auch noch Video. Also wenn er 12-Stunden Stream macht, ja. Bitte morgen auch Video. Streamkit Overlay? Hashtag Streamkit Overlay, exakt das. Lieber also, drauf, dann müsst ihr es finden. Install for XSplit, Install for OBS. Ja, dann musst du überlegen, hast du OBS oder hast du XSplit? Dementsprechend. Beides. Musst du überlegen, welches benutzt du? Ich benutze immer einen XSplit Gamecaster. Wie ist dann das Witz kaputt? Entrüber. Meine? Wie hast du das eingestellt? Hast du gegen die Wand geschmissen? Den Pool geschmissen? Ich wurde einen Test gemacht für die Switch. Die wurde von der Drohne von 500 Metern Höhe auf den Boden klatschen lassen. Das Einzige, was kaputt war der Joy-Con. Die Konsole hat noch einfach mal funktioniert. Ach ja, genau, hab ich auch gesehen. Stimmt, aber du, ich glaube, das ist nur Zufall. Wenn ich meine runterwerfen, wurden die weg kaputt. Ja, wenn du auf dem Bildschirm kommst. No rules von. Seasonal User only. Habt ihr es einmal oder mehrmals probiert? Einmal sagt nichts aus. Testest doch, dass deine Switch auf den Boden fallen. Ja, King. Ja, aber das Geile ist ja an dem Ding, dass es ja einfach... Fade out Chats, hier, ich hab grad keine Ahnung. Lol, ich hab einfach jetzt schon 485 Abonnenten. Aber es heute 500 Saft? Na, lustig eigentlich. Aber ich glaub nicht. Ist gut so. Warte, hat das jetzt funktioniert? Discord klein austriere Anwendungen. Das wäre richtig cool. Der Auto.
Autobahn. Hä? Also, wir gehen jetzt kurz in die Pause und dann wird es mit Minecraft View diesen weitergehen. Mein Weg wird es morgen nochmal machen, damit es quasi eine Masai-Pate haben. Hä, hey, lol? Also irgendwie der Morgen halt quasi der große letzte Part, der auch morgen Abend länger gehen kann. Also morgen halt heute ist nochmal eine Stunde oder so, morgen nochmal 2 Stunden Minecraft spielen, quasi. Gamer Couch. Großartig zu verabsehen, mehr oder weniger. Ja, was gibt's, Anton? Hast du schon für die Switch Minecraft? Ja, hab ich schon. Ah, cool. Ich kann ja meine Mutter mal fragen, ob ich vielleicht morgen auch für die Switch Minecraft bekomme. Wir können ja jetzt schon spielen, zu zweit. Ja, oder einfach auf der Livestream-Welt, ne? Die dann nämlich zur Switch rüberwandeln wird. Ja, ein Animal Crossing-Fan schreibt, hey, ich sag, hey zurück, hey, wie geht's, wie steht's? Hä, ich habe die Nachricht vorgelesen, nicht geschrieben, hey, XD. Eine Frage, wie heißt das wohl mit den Kreisen? Weiß ich nicht, such einfach nach Stream Layouts, das war schon richtig, was du hattest. Also Stream Layouts, da steht dieses Status-Widgets, Chat-Widgets, ja, genau, das ist halt dieses, ich glaube Status. Show Sticking Users Only. Speaking. Ah, okay. Richtig, das ist es. Da kannst du eben auswählen, ob alle angezeigt werden, die in der Gruppe sind, oder nur die halt nur reden und so weiter und so fort. Auf so. Dem kleinen Bild sehe ich gerade nur mich, weil ich jetzt gerade am Labern bin. Ich bin gleich wieder da. Ich gehe kurz in die Pause, aber das Coole ist, ich kann hier alles lassen, wie es ist. Weil man hier diesen Demo-Modus haben kann. Das heißt, das tut die Konsole quasi, sag mal, ohne Misshocken. Und das werde ich jetzt anwenden, bis ich gleich wieder da bin, weil ich kurz einen Ladekampf lernen muss. Egal. Bis gleich. Bis gleich. Ich lasse Discord weiterlaufen, ne? Das heißt, man braucht euch noch. Seid gewarnt.